Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein paar Umstylings, I guess. Denn ich habe mal im Mooly Sims Hashtag nachgeguckt. Und ja, ich werde die Sims, die hier erstellt wurden, die jetzt nicht gerade für eine Ugly to Beauty Challenge oder so sind, dass ich die einziehen lasse in das neue Projekt. In den Spielstand halt. Und ja, dafür muss ich sie halt natürlich im besten Fall vorbereiten. Denn ich werde wahrscheinlich ja nicht jeden CC haben, den ihr auch habt. Und Lopsy77 war sehr motiviert anscheinend, Dinge zu tun, weil die Person hat schon 5 Sachen eingereicht. Das ist mega cool. Ich freue mich auch sehr darüber. Deswegen, wenn ihr auch euren Platz im Let's Play haben wollt, beziehungsweise euren Sim oder euer Grundstück mit im neuen Let's Play haben wollt, dann könnt ihr das halt unter Hashtag Mooly Sims hochladen. Ich freue mich sehr darüber. Ich gucke jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, gucke ich rein. Und ja, wir fangen einfach mal mit dem Sim an, der hier als erstes hochgeladen wurde. Ich denke, das ist dieser Sim gewesen. Und den platzieren wir jetzt erstmal hier im Haushalt und gucken mal. Genau. Eine neue Objekte zum Erstellen des Sim-Mods-Modus wurde entfernt. Mein Hund rastet aus. Hilfe. Aber sie ist doch sehr süß, würde ich sagen. Sind das Custom-Content-Brauen? Jo. Aber sind das die, die da benutzt wurden? Ich glaube nicht, nee. Dann machen wir die erstmal schwarz. Oh, die sehen aber auch voll komisch aus. Wir nehmen am besten irgendwelche anderen, die cool aussehen. Und der Sim war ja eigentlich viel, viel heller. Die war halt eher nicht so, sondern eher so rötlich hell. Vielleicht machen wir es einfach so, weil dann ist sie ja genauso hell. Und ich würde ihr natürlich gerne Lashes geben und eventuell noch einen Skin drauf packen. Können ja auch so einen hellen Skin nehmen, wo sie dann halt das wieder hat. Wenn wir den hier nehmen, dann passt das ja schon wieder. Das ist ja in etwa die Hautfarbe, wie sie hier hat. Ist halt schwer, das nachzustellen, wenn man nicht denselben CC benutzt. Ich würde jetzt halt nicht so heftige Lashes benutzen, tatsächlich. Sieht ganz schön große Augen. Fällt mir irgendwie so auf. Hm. Und ich glaube, ich würde dir sogar Custom Content Augen geben. Also blau, weil das sieht halt irgendwie schöner aus mit so einem Skin, finde ich. Weil sonst sieht das so richtig cartoony aus. Und das gefällt mir dann irgendwie in Kombination halt nicht so. Und sie hat ja so einen Zopf, so einen Dutt hier oben. Und ich denke, sowas Ähnliches werde ich auch haben. Ich habe ganz schön viel Custom Content runtergeladen in letzter Zeit. Also die letzten Tage irgendwie. Und deswegen, irgendwas wird da schon bei sein. So ein bisschen Messi-Dutt oder so. Das ist ja tatsächlich schon ziemlich cool irgendwie. Also ich meine, das passt ja schon ganz gut eigentlich. Ich kann ja noch mal ein bisschen gucken, ob man hier noch was Besseres findet. Aber ich finde das schon ganz gut. Ich denke, man kann auf jeden Fall die Vibes erkennen, die der Sim vorher auch schon hatte. Kelly High. Cooler Name auf jeden Fall. Ich scrolle und scrolle und scrolle und irgendwie finde ich aber nichts, wo ich sage so, das könnte das jetzt noch so ersetzen. Deswegen, ganz ehrlich, ich würde glaube ich sogar einfach dabei bleiben. Trägt sie Make-up, ist halt die Frage. Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht so aus, als würde sie Make-up tragen. Dann lassen wir es so. Dann trägt sie kein Make-up. Das Oberteil habe ich tatsächlich. Wow. Was ist das denn? Von wem ist das? Ah, von der Collection. Cool. Hat sie eine kurze Hose an? Ich glaube ja, ne? Nein, sie hat eine lange Hose an. Okay, ich hätte es falsch gemacht, wenn ich nicht nachgeguckt hätte. Dann kriegt sie eine lange Jeans. Die sieht voll geil aus. Ich glaube, das sind Sachen, die ich neu runtergeladen habe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das eine Baggy-Hose ist oder eine normale Jeans. Ich würde jetzt eher dazu tendieren, dass es eine Skinny-Jeans ist. Ist aber auf jeden Fall high-waisted. Das kriege ich hin. So, ich denke, die ist schon ganz passend, oder? Yes. Let's take this. Oder halt eher in so einem Grauton. Ja. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das. Nice. Dann mal gucken. Oh, da hat sie keine Schuhe. Das ist auch nicht so optimal. Da kriegt sie natürlich irgendwelche Schuhe geschenkt. Da kann ich natürlich jetzt leider nicht nachgucken, was für Schuhe sie vorher hatte. Aber wir gönnen ihr einfach mal richtig. Sie kann sich ruhig ihre Haken brechen. Oh, das habe ich sogar. Nice. Da steht leider nicht, von wem das ist. Seed Life.
Die Schlafsachen sind, glaube ich, vom Spiel selber. Sehr schön. Oh, die Partykleidung habe ich leider gar nicht. Oh, seht. Naja, dann schaue ich mal, was man ihr denn so Cooles geben könnte. Ich denke, sie ist eher so das Casual Girl. Zumindest wirkt sie von ihrem Outfits her bisher so. Und ich meine, sowas würde ich in Anführungszeichen auch unter Casual, also jetzt halt nicht so heftig ausgefallen ist, würde ich ihr jetzt geben. Aber sowas finde ich schon ganz cool. Und ich glaube sogar, das könnte man ihr so geben. Und dann, keine Ahnung, vielleicht dann zur Party machen, kann sie ja vielleicht eine kurze Hose tragen. Oh mein Gott, wie süß ist diese Hose denn? Die habe ich auch neu. Cool. Mit dem Gürtel und so. Also, das ist ja nicht direkt ein Gürtel, aber... Na, you know, finde ich schon cool. Oh, ich liebe es, neue Sachen runtergeladen zu haben, ehrlich, ey. Oh, wie süß. Das funktioniert ja sogar. Oh, ich liebe Overalls. Ich würde dann einfach erstmal die hier geben. Dann kann man den Bauchnabel sehen. Nice. Und dann irgendwelche coolen Schüchchen. Wie wär's denn einfach mit Vans? Vans gehen immer, oder? Zur Badekleidung hat sie einen Badeanzug an. Das ist sehr, sehr schön. Soll das so sein? Ich weiß es actually nicht. Ob das so sein soll. Es könnte halt sein. Was sind das denn für Schuhe? Ich habe die, glaube ich, noch nie gesehen in meinem Leben. Von nachhaltig leben. Soll das so sein? Ja, es sieht so aus. Okay. Ja, weil irgendwie im ersten Moment hat es nicht so gewirkt, als würde das zusammenpassen. Was jetzt kein Hate oder so sein soll. Aber ich finde es trotzdem cool. Kann sie ja auch tragen, ne? Aber ich war erst verwirrt, weil erst dachte ich so, das sieht irgendwie komisch aus. Aber jetzt so, wenn ich jetzt gucke, geht's voll klar. Oh, was sind das für Schuhe? Das sind Custom-Content-Schuhe. Die sind voll süß. Hab ich die noch nie benutzt in meinem Leben, ey. Aber damit wäre sie tatsächlich schon fertig. Mega cool. Dann speichere ich sie am besten mal ab. Außerdem in meiner Bibliothek speichern. Sehr schön. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Sim. Nämlich diesem Mann hier. Der heißt Ray Moya. Oh, cool. So, ich besitze natürlich einige Sachen nicht. Zum Beispiel die Hose, die fehlt. Er hat so ein bisschen länger auf Frisur. Uch, das kriege ich bestimmt hin. Oh, die Augenbrauen habe ich schon wieder nicht. Und es wurden schon wieder diese hier genommen. Was soll das? Ich glaube, die Augenbrauen finde ich ganz gut. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen hellere Haut, oder? Nee, passt schon. Passt. Passt vom Ton. Tatsächlich. Aber er kann ja trotzdem den Skin kriegen, weil Skins sind schon ganz nett. Actually, der ist so smooth. Den finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir den. Okay, und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Cooles finden. Also sowas in die Richtung ist natürlich... Wäre halt optimal, aber vielleicht als Alpha CC, weil Lopsy hat ja auch Alpha CC benutzt. Und ja, ich glaube, dann wäre das halt noch ein bisschen besser. Ich dachte echt, ich hätte diese Haare sogar, weil irgendwie kamen mir die auch voll bekannt vor und so, aber anscheinend habe ich die nicht. Das ist irgendwie sad. Vielleicht magst du mir in die Kommentare schreiben, wo du das her hast, falls du das noch weißt, weil dann würde ich das tatsächlich downloaden, weil ich die ziemlich cool finde. Oh! Das finde ich tatsächlich ziemlich passend, oder? Actually, würde ich sagen, wir nehmen die einfach. So, und dann, was hatte er für eine Hose? Eine Jeans? Ja, so eine schwarze Hose einfach. Okay. Let's take a look. Wie wäre es denn mit der hier? Die ist doch ganz cool. Dann schauen wir mal weiter. Oh, da hat er auch keine Hose, leider. Schade. Nehmen wir am besten auch eine schwarze. Ich finde es cool, weil er so einen lässigen Abendkleidungslook hat, was ich meistens ja eigentlich meinen Sims nicht gebe. Das ist halt dann cool, wenn ihr das erstellt, weil dann ist es halt mal anders, als wie ich es sonst machen würde und so. Weil zum Beispiel, ich habe, glaube ich, noch nie einem Sim Sneaker oder so für die Abendkleidung gegeben und das ist halt schon irgendwie cool. Okay, Sportkleidung. Da habe ich alles. Sehr gut. Schlafkleidung. Ja, kann man machen. Oh, da fehlt schon wieder die Hose. Irgendein Hosenpack oder so besitzt du, was ich nicht besitze. Interessant. Wollen wir hier mit so einer Kette machen? Nee, oder? Irgendwie passt das, glaube ich, nicht so gut. Wie wäre es einfach mit so einer, nochmal so einer schwarzen Hose? Irgendwie zieht sich das durch mit dieser schwarzen Hose. Aber es sind verschiedene schwarze Hosen. Die Badekleidung ist vollständig sehr schön. Das soll so, glaube ich, nicht sein. Wie wäre es, wenn ich so
so Tanktop-mäßig. Ich gebe meinen Männern irgendwie immer Tanktops. Das ist irgendwie weird. Ah, es wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Oder halt sowas. Das ist auch irgendwie cool. Ich habe einige Sachen da runtergeladen. Irgendwie mal gucken. Für Männer ist tatsächlich nicht so viel dabei gewesen, wie ich dachte. Aber, oh, das ist irgendwie geil. Und irgendwie passt das auch zu ihm. Hier, guck mal, so, mit so leichtem Muster. Weil ich meine, hier hat er ja auch so was Schickeres an, aber halt trotzdem lässig so. Und das ist halt, finde ich, passt ganz gut in dieses Thema rein. Deswegen würde ich das einfach machen. Und dann halt einfach so eine Shorts dazu. So eine Shorts einfach. Ist doch cool, oder? Also ich finde, das kann man machen. Und in der Winterkleidung besitze ich auch alles. Sehr gut. Nee, finde ich richtig cool. I like it very much. Dann wird er gespeichert. Und zu guter Letzt kommt noch dieses Girl. Warte, ich muss sie noch liken. Hier, kriegst ein Herz für diese Sims. Dankeschön, dass du die für mich eingereicht hast. So, dann kommt jetzt dieser Sim. Sie heißt Carly Lion. Okay. Und, oh, sie hat voll das süße Gesicht, aber das sind schon wieder andere Augenbrauen. Aber sie sieht sehr, sehr süß aus. Oh, ich hätte aber auch gedacht, dass ich hier mehr Custom-Content hätte. Actually, also immer wenn ich das sehe, denke ich mir so, ja, sowas habe ich doch auch. Aber es ist anscheinend dann, es sieht wahrscheinlich ähnlich aus wie etwas, was ich besitze, aber es ist dann nicht genau das. Autsch. Heißt das, ich kann diesen Sim nicht Wimpern geben? Oh mein Gott, no. No. Okay, dann kann dieser Sim leider keine Wimpern haben. Dann werde ich aber die EA Eyelashes auch dran lassen, weil sonst sieht das ganz doof aus, finde ich. Ja, die Haare habe ich ja zum Glück. Das ist gut. Sie sieht sehr, sehr süß aus. Ja. Ich werde ihr, glaube ich, aber auch Custom Content Augenbrauen, Augenfarben geben. Aber halt welche, die schon ein bisschen cartoony sind, aber halt nicht zu sehr. Weil ich finde die, die sie gerade hatte, also finde ich halt irgendwie unpassend, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es halt mehr so in so eine Richtung geht, dann gefällt mir das irgendwie schon mehr. Weil das ist dann so ein bisschen shiny. Ich habe das jetzt bei ihm jetzt nicht gemacht, aber bei ihm fand ich es auch irgendwie nicht so störend. Ich finde, bei Frauen finde ich, also bei weiblichen Sims finde ich es oft störender. Wieso ist mein Akku fast leer? Ich habe den eigentlich neu geladen. Hm, komisch. Dann machen wir sie fertig. Sie hatte ja so eine Winterjacke an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, so mit so Fell und so und dann halt so eine Jeans mit Ketten dran. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Sowas in die Richtung und dann halt in dem Rotton, was sie ja vorher hatte. Weil ich glaube, was Passenderes finde ich jetzt nicht. Und das ist doch eigentlich auch ganz cool, oder? Ja, komm, wir nehmen das einfach. Und dann halt so eine Jeans mit Ketten dran. Davon habe ich auf jeden Fall ein paar. Okay, also die passendste ist, glaube ich, die hier. Auch wenn es ja eigentlich eine Jeans hätte sein müssen. Aber ich habe irgendwie keine Jeans, keine lange Jeans. Deswegen nehme ich jetzt einfach die hier. Und ich würde ihr dann einfach längere Socken geben, weil sonst ist es, glaube ich, ein bisschen frisch. Diese coolen. Und dann auch in so einem, ja, so ein Rotton halt nicht so. Kariert, i. Schwarz einfach, schwarz. Und dann, ja, denke ich, würde ich ihr jetzt Boots geben. Ich habe neue Boots runtergeladen. Oh, mega cool. Aber die passen nicht so gut, finde ich. Die sind ganz cool. Die passen auch farblich, finde ich, ganz gut dazu. Nehmen wir die. Ihre Abendkleidung existiert leider auch absolut gar nicht. Deswegen gebe ich ihr dort natürlich ein schönes Kleidchen. Sie sieht halt sehr brav aus. Ich würde ihr einfach auch wieder rot geben. Ich finde das hier ganz süß. Und ja, also ich gebe ihr jetzt eher bravere Outfits erstmal. Ich weiß ja nicht. Sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr brav. vom, was hier so an Dings ist. Finde ich es auch sehr, sehr passend. Wie wäre es denn mit denen hier? Die finde ich eigentlich ganz süß. So, und dann, das habe ich sehr schön. Das habe ich sehr schön. Mit Partykleidung funktioniert so leider nicht. Also wie gesagt, wenn ihr auch mit Custom Content benutzt, ich werde es mir trotzdem ansehen. Und sonst werde ich denen halt auch so ein Makeover geben, wie hier. Also macht euch da keine Sorgen. Oh, das ist doch mega cool, oder? So ein Pullover. Aber ich würde nochmal einen anderen Pullover nehmen oder keine Ahnung, generell irgendwas anderes. Aber diese Hose finde ich halt so geil und ich wollte die jetzt schon die ganze Zeit benutzen, deswegen
Let's go. Oh, die wäre sogar perfekt. Also diese Bluse. Wie wär's denn? Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil es ist halt sehr trocken. 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 Es ist zwar ein bisschen sexy, aber halt trotzdem süß. Das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich auf trocken kam. Und vielleicht kann sie da noch so ein Kettchen oder so tragen. Das ist doch ganz süß. Kann man machen, oder? So, Schwimmkleidung. Hat sie leider auch nichts. Naja. Dann kriegt sie halt einen Badeanzug von mir gesponsert. Tada! Cool! Und Heißwetter-Outfit habe ich. Oh, woher ist das Kleid denn? Gorilla, Gorilla, Gorilla! Ah! Ich habe das, glaube ich, noch nie benutzt, aber ich finde es mega süß. Und die Winterkleidung. Ja, passt tatsächlich sehr, sehr gut zu ihr. Sehr schön! Dann bin ich damit auch durch. Dann kann ich sie auch abspeichern. Und damit sind wir jetzt generell durch. Wuhu! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mir mehr Sachen einschickt, dann können wir natürlich noch mehr damit anstellen, ne? Ich habe übrigens rote Wangen, weil heute, wo ich das aufnehme, haben wir Karneval im Kindergarten gefeiert. Also macht euch keine Gedanken. Ich war ein Pikachu. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!